Guten Tag. Vielen Dank für die Kommentare. Jemand hat mich gefragt, ob ich Fentanyl habe. Das ist morphiumartiges Medikament, Narkoseart benutzt oder missbraucht auch als Droge. Jemand hat mich gefragt, ob ich das habe. Leider, 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 mein Schatz, habe ich nicht. Ich bin nur Psychologe und kein Psychiater. Und Psychologen können nichts verschreiben. Nur Ärzte können verschreiben, aber ich bin kein Arzt, ich bin nur Psychologe und kein Psychiater. Also leider, leider, mein Schatz, habe ich nicht. Tut mir leid. Ja, andere Leute schreiben, dass ich Unsinn erzähle, das ist auch immer sehr interessant. Aber wie ich schon erzählt habe, das ist wie beim perfekten Dinner. Die Leute werden gefragt, wie hat es dir geschmeckt? Da sagen die Leute, das Fleisch war mir zu fest. Und andere Person sagt, das Fleisch war butterzart. Was denn da? Also das ist sehr interessant. Und hier schreiben die Leute auch Unsinn und Blödsinn und labert nur. Aber ich weiß nicht, warum die Leute da immer in der Wunde drehen und immer in der Wunde stechen. Was ist denn das? Aber so ist die Welt. Das wissen wir. Wir brauchen nur aus dem Haus rauszugehen, dann sehen wir, was da alles los ist. Und irgendwo stellen wir uns im Supermarkt kurz daneben, nicht hier gerade, wo die Leute stehen. Und da kommt schon einer hinter dir und fragt, stehen Sie hier an oder was? Ne? Da geht schon los. Am besten mit niemandem zu reden, nicht? Und am besten in eine Welt der Fantasie leben, so wie die Löwen, in einer wunderschönen Welt und nur Sekretärinnen zu haben, Finanzabteilung und nur Schachbrett hier haben und verschiedene Menschen für verschiedene Aufgaben. Das ist ja toll. Löwe lebt so. Ich habe selten einen Löwen gesehen, der irgendwo zum Supermarkt geht und irgendwelche super Angebote von Hemden kauft. Das habe ich wirklich nicht gesehen. Und er geht auch nicht irgendwo und kauft Waschmittel, weil es gerade 5,90 € kostet. Damit haben Löwen nichts zu tun. Und deswegen ist es so schön, mit dem Löwen zu leben. Natürlich, wenn du sehr empfindsam bist und das alles nicht ertragen kannst, wenn du Sicherheit willst, weil Sicherheit ist nicht so wichtig für den Löwen. Bisschen ja, aber bitte nicht zu viel. Und Löwe mag sich nirgends anzupassen. Und wenn du so empfindsam bist und Sicherheit willst und Geld sammeln willst zu Hause und auf der Bank und überall Sicherheit haben willst, bitte such dir eine andere Person, aber nicht den schönen Löwen. Das will er nicht. Auf jeden Fall, Löwe lebt in einer dramatisierten Welt. Daher fällt es ihm sehr schwer zu erkennen, dass das Leben auch ohne ihn weitergeht. Er muss sich selbst für wichtig halten. Und wenn man ihn nicht bemerkt, dann ist der Löwe verletzt. Löwe ist eine auffällige Persönlichkeit, schillernd oft. Und Frauen und Männer, das merkt man an den Haaren bei Frauen, und die sind ein bisschen auffällig angezogen. Natürlich ist es eine Tragödie für einen Löwen, irgendwo im Büro zu arbeiten und da Chef zu haben, der zu dir sagt: Ja, aber die Brosche bitte nicht. Und eine Kette ist zu viel. Das ist unmöglich, weil Löwe liebt Freiheit. Deswegen Löwe versteht sich nur mit manchen Menschen so gut, mit Zwillingen, ja, bedenkt nur, weil Zwilling liebt auch Freiheit. Jemand hat da geschrieben, dass er Widder ist und lebt mit Löwen. Natürlich wird das wunderschön klappen, weil beide lieben Freiheit und Löwe auch. Deswegen darf man Löwen da nicht verwechseln mit irgendwelchen Haustieren, mit einem Pudel oder einem Kätzchen. Überhaupt nicht. Also keine Hunde bitte und keine Katzenfamilie. Das geht bei Löwen nicht. Löwe muss frei sein. Und deswegen alles, was er macht, egal ob das Bücher sind, Filme oder er hat Projekte und er hat neue Start-ups zu gründen,
alles ist dramatisiert, alles ist wunderschön und groß und das wird klappen. Und er hat irgendwelche Firmen gegründet und wenn das nicht geht, wenn du ihn fragst, ne, so Stier fragt man, wenn das nicht geht, oder Skorpion, ne, immer so ein bisschen misstrauisch sagt, und wenn das nicht geht, ach, brauchst du mit solchen Sätzen nicht zu kommen. Er glaubt, dass das immer gut gehen wird und wenn nicht, es wird immer eine Lösung für meine Firma geben. Und egal was er macht, Lösungen gibt es immer. Deswegen ist das sehr schön, weil das ist eine positive Welt. Das ist nicht so wie beim Skorpion, ne? Wenn du sagst, ich mache ein Brillengeschäft oder ich mache Pizza oder Sushi-Geschäft oder was auch immer, was die Leute da träumen heute, das wird alles nicht gehen, sagt zu dir Skorpion. Und deswegen Skorpion zerstört dir alle Träume und macht alles kaputt, weil er denkt wirklich, dass das nicht klappen wird. Aber Löwe ist ein positiver Mann und positive Frau. Deswegen am besten, wenn Löwen selbst Chef sind, irgendwo in der Firma. Und am besten, wenn sie bestimmen in der Wohnung, was zu machen ist und was wir machen werden. Eine monotone Welt, wo man nur zum Arzt geht, zu Dr. Bachmann, irgendwo in einen Supermarkt, zur Massage, zu Yogakurs und kommt nach Hause und das war's schon. Und morgen gehe ich zur Post. Da muss ich Briefmarke kaufen, aufkleben und Brief versenden. Das sind Tragödien für einen Löwen, so zu leben. Deswegen hat Löwe sich für eine andere Welt entschieden. Aber für heute ist die Zeit um.